Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Kuchenfee und ich zeige euch heute eine richtig krass leckere und super einfache Zitronenrolle. Bevor wir ins Video starten, habe ich drei kleine Punkte, die ich mit euch besprechen möchte. Das erste ist das Rezept. Das ist wie immer unten in der Infobox verlinkt, also schaut da einfach mal vorbei. Da ist ein Link, da werdet ihr weitergeleitet zu einem ausdruckbaren Rezept und könnt das dann ganz einfach nachbacken. Der zweite Punkt ist das Abonnieren. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das auf jeden Fall nach. Unter dem Video hier ist so ein roter Abonnieren-Button. Da draufklicken, am besten noch auf die Glocke klicken und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues von mir gibt, so wie heute. Und der dritte Punkt ist ein ganz besonderer, der heißt Patreon. Falls ihr Bock habt, richtig, richtig lange Videos von mir zu sehen, exklusiven Content, wie zum Beispiel Behind the Scenes oder Fails oder exklusive Rezepte oder persönlichere Sachen und einfach viel mehr Content, den ich hier auf YouTube nicht posten kann oder auf Instagram posten kann, dann folgt mir auf jeden Fall auf Patreon, da würde ich mich mega drüber freuen. Es ist eine ganz besondere, sehr persönliche Community und ich freue mich über jeden Einzelnen und schreibe auch fast täglich mit jedem Einzelnen, der mir da folgt. Also, falls ihr Bock drauf habt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der Link ist in der Infobox. So, und jetzt genug geblubbert, viel Spaß im zitronigen Video. Okay, dann lasst uns mal starten mit der ultra krass super duper leckeren Zitronenrolle. Ganz einfach versprochen, es sind eigentlich nur zwei Arbeitsschritte, das seht ihr jetzt auch. Der erste ist natürlich der Biskuit für die Biskuitrolle und da verwende ich ein Rezept, was ich euch schon häufiger gezeigt habe. Also wenn ihr schon länger bei mir auf dem Kanal seid, freue ich mich erstens mega darüber und ihr werdet dann wahrscheinlich merken, dass euch das Rezept bekannt vorkommt. Das ist nämlich das Biskuit-Rouladen-Rezept, was ich schon jahrelang benutze, weil es einfach am besten für mich funktioniert. Ich habe dafür Eier, 6 Stück. 3 brauche ich ganz und bei 3 brauche ich nur das Eigelb. Das heißt, hier trenne ich mir jetzt die Eier. Das Eiweiß benutze ich irgendwann für ein anderes Projekt. Ihr könnt Eiweiß super gut einfrieren und so. Guckt, dass ihr das bitte nicht wegschmeißt, sondern einfach erstmal auf Seite packt. In ein Marmeladenglas zum Beispiel, so mache ich es meistens und dann im Kühlschrank für eine Woche, gar kein Problem. Gut, die Eier sind getrennt. Die werden jetzt aufgeschlagen in meiner Küchenmaschine mit einer Prise Salz, Zucker, einem Vanillezuckerchen und Zitronensäften, damit das Ganze eben richtig schön zitronig frisch wird. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, mal so nebenbei, könnt ihr das auch mit einem Handrührgerät machen. Ihr braucht ein bisschen Geduld. Ich habe das Ganze bestimmt so 10, 15 Minuten lang aufschlagen lassen, damit die Masse eben so richtig schön fluffig wird. Und mit dem Handrührgerät dauert das eben meistens was länger. Was ihr auch vorbereiten solltet, ist einmal die trockenen Zutaten vermischen und dann hier auf die Masse sieben und mit Liebe unterheben. Außerdem den Ofen vorheizen, der ist nämlich etwas heißer als bei den üblichen Rezepten und am besten ein Blech, so wie ich das hier mache, mit Backpapier auslegen, damit da jetzt die Masse richtig schön gleichmäßig draufgestrichen werden kann. Zum Verstreichen benutze ich eine Winkelpalette, die ist mega, mega hilfreich, das seht ihr da auch, da verschmiere ich mir nicht die Hände oder irgendwie versuche das mit der Gummilippe zu machen. Ich verlinke euch meine Winkelpalette, genauso wie mal das Blech, was ich hier benutze in der Infobox, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Ich habe meine Masse dann richtig schön gleichmäßig aufgestrichen, ab in den vorgeheizten Ofen. Relativ kurz, also allzu lange braucht das nicht, gerade weil das so dünn ist, backt das ganz schnell durch. Und dann habe ich das Ganze vom Blech genommen und noch so richtig knacke heiß eben mit meinem Geschirrtuch abgedeckt, damit das so komplett auskühlen kann. Ich habe noch ein zweites Geschirrtuch drauf getan, weil meins ein bisschen zu klein war. Aber das ist auch erstmal wurscht. Auf jeden Fall abgedeckt abkühlen lassen, damit das schön soft bleibt und nicht austrocknet. Und wenn das abgekühlt ist, können wir uns um die Füllung kümmern. Dafür habe ich mir jetzt Zitronen gepresst. Ich brauche nämlich für meine Agatine etwas Flüssigkeit, worin ich diese dann aufkochen kann. Das mache ich jetzt hier auch, den Zitronensaft und die gemahlene Agatine auf den Herd stellen, für so gut 2 Minuten unterrühren, brodeln, aufkochen. Dann habe ich ein paar Minuten gewartet, bevor ich jetzt hier meine Mascarpone dazu gebe. Verrühre die dann aber mit ein bisschen Geduld und Gefühl beide zusammen, bis da eben eine cremige, ja, es ist schon noch eine Flüssigkeit rauskommt und fange dann an, meine Sahne aufzuschlagen. Wichtig ist, wenn ihr an diesem Punkt hier seid und gleich die Sahne dazu kommt, dass das Ganze eben nicht zu heiß ist. Ich kontrolliere hier auch immer wieder, wie heiß meine Agatine-Flüssigkeit wirklich ist, weil ihr könnt euch ja vorstellen, oder falls ihr das nicht wisst, wenn ihr geschlagene Sahne zu heißen Flüssigkeiten gebt, dann fällt die immer ganz schnell, ganz flott zusammen und dann ist das Aufschlagen eben für die Katz gewesen. Deswegen guckt, dass eure Agatine-Flüssigkeit genau, dass die eben
so gut wie auf Raumtemperatur ist. Bei mir hat es noch einen kurzen Moment gedauert, das heißt die Agatine-Mischung noch mal kurz auf Seite, die geschlagene Sahne, die kann einen kurzen Moment so stehen bleiben. Ich kümmere mich hier eben um meinen Biskuit, den habe ich einmal geflippt, dann das Backpapier eben abgezogen und das Ganze dann wieder auf ein Geschirrtuch gepackt, damit ich das gleich gut einrollen kann. Jetzt geht es daran, die Creme eben fertig zu machen. Die Agatine ist soweit abgekühlt. Hier gebe ich jetzt kurz eine kleine Menge von meiner Sahne dazu, um das so ein bisschen anzugleichen. Und dann kommt der ganze Spök ist eben zurück in die große restliche Menge Sahne, wird einmal gründlich kräftig miteinander verrührt und dann kommt das Ganze so schon auf den Biskuitboden. Seht, das sieht jetzt schon so lecker aus, oder? Es ist so eine ganz cremige, ganz einfache, frische, fruchtige Füllung einfach nur. Die würde sich auch mega gut für Torten und sowas eignen. Also falls ihr die nicht für eine Biskuitrolle machen möchtet, dann auf jeden Fall trotzdem irgendwie mal verwenden. Ihr werdet das nicht bereuen. So, ich habe meine Biskuitrolle, wieder zurück zum eigentlichen Thema, einmal gefüllt, dann mit Hilfe meines Geschirrtuchs eingerollt, direkt auf eine Servierplatte quasi gerollt. Die ist nämlich stabil genug, dass man das direkt machen kann. Habe jetzt nochmal mit ein bisschen von meinem Backpapier eingewickelt, damit die im Kühlschrank nicht austrocknet und gebe die dann so für mindestens 2 Stunden, am liebsten aber, wie ihr wisst, bei mir immer über Nacht in den Kühlschrank, damit die Agatine richtig schön abbinden kann, alles relativ schön fest werden kann. Und dann geht es hier bei mir jetzt eben am nächsten Tag weiter. Zum Garnieren habe ich mir noch mal ein bisschen extra Sahne genommen. Das, was ich hier in meinem Streuding habe, ist einfach nur Puderzucker. Den habe ich auch noch zu meiner Sahne dazu gegeben und schlage die jetzt einmal flott steif. Da kommt außerdem, damit die Sahne auch stehen bleibt, jetzt gleich noch ein bisschen Sahne steif dazu. Dadurch, dass ich ja in einer großen Gastroküche gearbeitet habe und in Großmärkten einkaufen gehen kann, benutze ich hier so einen 1-Kilo-Beutel Sahnesteif. Ihr braucht aber im Endeffekt nur ein kleines Päckchen Sahnesteif, damit alles wirklich gut stehen bleibt. Falls ihr das nicht habt, wird es auch so irgendwie funktionieren, kein Problem. Meine Sahne war dann steif. Ich habe dann noch den Puderzucker genommen, auf meine Rolle draufgepackt, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht und da einen Fehler gemacht. Am besten macht ihr das so, ihr spritzt zuerst die Garnitur auf und gebt dann den Puderzucker darüber, beziehungsweise den süßen Schnee, weil sonst es immer ein bisschen schwierig ist, die Sahne wirklich haftend auf der Rolle aufzutragen, ohne dass das runterrutscht. Bei mir hat es nachher dann doch irgendwie funktioniert. Ja, aber die Fehler passieren auch mir als Konditorin manchmal. Da war ich einfach zu motiviert und zu voller Vorfreude, die Zitronenrolle doch zu naschen. So ist er dann geworden. Ich habe noch ein paar Zitronenscheiben drauf getan und war dann sehr zufrieden mit dem Ergebnis und habe doch das ein oder andere Stück schnabuliert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken!